Hallo, ihr Lieben, ihr wundervollen Seelen. Ich mag euch willkommen heißen zu einem anderen Soul Talk hier und spüre hier ganz klare Impulse, die dem vielen Austausch Rechnung tragen, der stattgefunden hat. Wir beginnen am Sonntag unser bis dato größten Online-Kongress. Familienfreiheit 2.0 und ich hatte die Ehre, mit über 50 Mamas und Papas in Deutschland lebend, im Ausland leben, am Reisen, in Europa, Weltreise, lebend im Ausland, Interviews zu führen, geführt zu haben und mag Ihnen hier einige Essenzen dieser Gespräche zusammenfassend weitergeben und darüber hinaus noch andere Erkenntnisse, die sich eingestellt haben in den letzten ein, zwei Wochen hier weitergeben. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Chris Gatoll, bin Papi von 6 Kindern, zusammen mit meiner geliebten Kathi seit fast 30 Jahren. Wir haben eine Stiftung zur Tierrettung in Costa Rica. Wir sind Pioniere in vielen Bereichen, waren wir die Ersten. Wir haben tausenden Kunden helfen dürfen, Millionen Menschen erreicht und Bewegungen durften wir ins Leben rufen, kann man so sagen. Wir sind Investoren, Bestselling, Buchautoren und mit unseren Kindern seit fast 25 Jahren auf Weltreise. Und ja, eine Sache, die in meinem Leben schon ganz früh Bedeutung gefunden hat, schon bevor ich Papa wurde, da war ich noch der Party-Chris. Der Punkrocker, der bei Rock am Ring sich hat volllaufen lassen, die Kathi immer nur am Wochenende gesehen hat und eigentlich schon sogar bevor ich die Kathi getroffen habe. Es ist jetzt ja 30 Jahre her, dass ich als Teenager seinerzeit schon die erste Berührung hatte mit dem Bewusstsein des achtsamen Atmens, welches alles beeinflusst, Auswirkungen hat und wie wir über die Kontrolle über den Atem Kontrolle über unser Leben erlangen können. Und das ist was, was mich 30 Jahre begleitet hat. Ich habe das 30 Jahre lang studiert, anfangs mit Tai Chi, was auch viel um Bewegung in Harmonie mit dem Atem geht. Aber dann bin ich mit 2021 auf meiner ersten großen Weltreise, als ich die Kathi kennenlernte, bin ich das erste Mal in Thailand in einem Vipassana-Schweigekloster gewesen. Zweimal sogar für mehrere Monate bin ich am Schweigen gewesen. Ich stimme gar nicht, von 20, 25 Tage, etwas unter einem Monat. Zwei Retreats habe ich gemacht. Und von da ab alle paar Jahre wieder. Und habe quasi das Schweigen erforscht. Aber eigentlich geht es beim Vipassana darum, den Atem zu erforschen. Ja, das ist das einzig Konstante in dieser Inkarnation, ist unser Atem. Alles andere wandelt sich und hört auf zu existieren. Bis zu unserem letzten Atemzug erfahren wir die Harmonie zwischen Ein und Aus, zwischen Geist und Materie, zwischen ja, der Anspannung und der Entspannung, Ein- und Ausatmen, die perfekte Abbildung der Harmonie des Lebens. Und ich habe das jetzt so lange studiert, ihr Lieben. Ich habe mich so viel damit befasst, dass ich in den letzten Wochen zu tiefen Erkenntnissen gekommen bin, wie wir innerhalb kürzester Zeit, wie ich innerhalb kürzester Zeit in einen Zustand der Theta-Entspannung, der Theta-Frequenz kommen kann, in tiefster Entspannung, ganz langsamen Herzrhythmus, den wir nämlich beeinflussen durch unsere Atmung, Fokus, Klarheit, Bewusstsein. Und das ist zu mir gekommen, weil ich sehr regelmäßig gerade in der Sauna bin und in diesem Wechsel auch hier zwischen heiß und dann immer den Eisbädern
besonders in die Eisbäder. In die Eisbäder zu gehen und ganz bewusst, achtsam unseren Atem ein- und ausstreichen zu lassen, uns zu kontrollieren, damit den Herzschlag zu kontrollieren und unser gesamtes Leben zu kontrollieren. Und ich habe Stunden und Stunden verbracht, diese Erkenntnis euch zugänglich zu machen. Und das ist das, was als nächstes passieren wird. Das wird das nächste Video, das nächste, auch der nächste Podcast. Ich werde es öffentlich machen. Ich habe überlegt, weil wir ja auch geführte Meditationen und so Traumreisen und so eigentlich auch verkaufen über unsere Akademie. Aber das fühlt sich so elementar an und so wie die Essenz meiner 30-jährigen Forschungsarbeit in Bezug auf Atem und wie er unser Leben kontrolliert, wie wir unser Leben gestalten und kontrollieren können, indem wir einfach nur unser Atem kontrollieren, dass das öffentlich gemacht wird. Und ich fühle das jetzt hier irgendwie nochmal so ein paar begleitende Worte vor dem nächsten Video angebracht sind, um das einzuordnen. Ja? Und so ist die Luft, die quasi in unserer Mitte gewandelt wird, nichts anderes wie die Nahrung, die wir zu uns nehmen, die auch in unserer Mitte gewandelt wird. Ja, es ist die Verbindung, das Einatmen ist die Verbindung zum liebenden, gütigen Vater im Himmel und der nährenden, schutzgebenden Mutter Erde. Und in uns, in unserem Zentrum, findet die Alchemie statt, wo wir wandeln, wo wir eben kontrolliert, ohne Anspannung, aber kontrolliert das Wunder des Wandelns erleben können. Den Übergang zwischen Ein- und Ausatmen, zwischen Geist und Materie, zwischen dem Spirit und unserem Körper. Es ist Magic. Und das findet alles mit dem Fokus auf unserem Zentrum statt, wo der Atem durchfließt. Ja? Wo das Prisma ist, wo sich das wandelt alles, wo eins, der magische Punkt des Wandelns zwischen Geist und Materie ist in unserer Mitte. Und dort können wir den Atem spüren und eben die Wandlung, die passiert, wenn er in unseren Körper geht, wahrnehmen. Und so haben wir die Möglichkeit, über kontrollierten, ruhigen, bewussten Atem Entspannung, Heilung, Konkurrenz und Klarheit zu erschaffen. Oder wir haben die Möglichkeit, wie wir das so oft sehen können und vielleicht auch selber erleben können, wie in unserer hochtechnologisierten, modernen Welt die Menschen vor allem hier im Westen von Termin zu Termin hetzen und nur im oberen Bereich der Lunge ganz flach atmen, Stressatmung, Schnappatmung, ja, mit den entsprechenden Folgen. Der wahrhaftige Atem des Lebens, er geht ganz tief bis runter in den Bauchraum. Der Bauch wird ganz weit, ja, und kontrolliert über das Zwerchfell geht die Luft wieder raus. Der Bauch zieht sich zusammen, wird dann wieder weit und vor dem Einatmen, damit die Luft sanft wieder einströmen kann. Also dieser Ablauf, den begleite ich. Und so freue ich mich so sehr, dass diese lange, lange Forschungsarbeit jetzt auch der Welt zugutekommen kann, dass ich da euch dran teilhaben lassen kann, um euch zu helfen, zu wandeln, klar zu werden, zu heilen, Dinge, Kraft zu finden, Mut zu finden, die Dinge zu tun, die dran sind, einfach zu entspannen, mehr bei euren Kindern sein zu können. Ich freue mich da wirklich so sehr, sehr, sehr darüber und lade euch ein, wie gesagt, das nächste Video, Podcast, Audio, vielleicht auch, wenn ihr das selber ausprobiert, mit euren Freunden zu teilen. Es ist auch wie eine Traumreise, es ist eine geführte Meditation, es ist eine Körperübung, eine Atemübung, Entspannungsübung. Es ist so vieles, was ich da zusammengebracht habe. Ich habe auch mit verschiedenen Audios gearbeitet. Ich freue mich einfach so. Es ist ein wirklich herzempfundenes, von meiner Seele downgeloadetes Geschenk, das ich euch machen will, dass wir unentgeltlich öffentlich zur Verfügung stellen möchten. Und ich wollte jetzt kurz vorher, oder spürte, dass es stimmig ist, das kurz vorher auch so ein bisschen einzuordnen, meinen Hintergrund,
wie ich dazu komme, mich mit sowas auseinanderzusetzen, wie ich das seit Jahrzehnten, wie gesagt, studiere und hier jetzt weitergeben kann an euch. Ich freue mich da sehr darüber. Und dann starten wir ja auch am Sonntag, wie gesagt, unseren Kongress. Ich werde am Samstag davor, das ist der 30. August, noch einen Workshop veranstalten, wo ich nochmal so die Essenzen zusammenfassen werde, der 50 Interviews, den Ton setzen werde, ja, begleitend zum Kongress eine Einstimmung stattfinden lasse und das in der Gemeinschaft. Da werden sicher wieder hunderte Menschen mit dabei sein. Würde mich freuen, falls du auch am Samstagabend Zeit hast. Und dann ab Sonntag haben wir jeden Tag 3 bis 4 Eltern, Mamis und Papis, Millionäre, Menschen, die in Deutschland leben, die außerhalb leben, Unternehmer, Angestellte, Patchwork-Families, Alleinerziehende bzw. selbstständig Kinderbetreuende. Klingt viel schöner. Großfamilien, Kleinfamilien. Wir haben eine Familie mit 9 Kindern, eine mit 8, eine mit 7, wir mit 6. Ja, wir haben wirklich von allem da was dabei und jeder kann sich inspirieren lassen und erhält Unterstützung, ja, auf seinem, auf deinem Weg. Du erhältst Unterstützung auf deinem Weg in die Freiheit, auf deinem Weg in die Freiheit zusammen als Familie mit deinen Kindern. Und auch da freue ich mich so, weil auch das ist kostenfrei. Alle Interviews, alle Inhalte werden ohne irgendein finanzielles Gatekeeping stattfinden, sodass alle darauf zugreifen können. Und das ist so stimmig. Weil hinten raus ist ja immer noch die Möglichkeit für die, die gerne Betreuung und Unterstützung möchten, mit uns zu arbeiten. Ja, auch da starten wir jetzt eine neue Gruppe, Familie in Freiheit, Quantum Healing Gruppe. Wir haben noch einmal machen wir noch mal ein Business Coaching. Wir haben alle unsere Kurse halbiert im Preis, die wir anbieten. Auch das ist unter dem Video oder in den Shownotes verlinkt. Bis Ende des Kongresses werden wir alles für einen halben Preis rausgeben. Also es ist ganz viel los bei uns gerade und ganz viel Geschenke, Unterstützung für euch und geballte Inspiration und höchste energetische Frequenzen ausgerichtet, um euch zu unterstützen, um die Welt zu unterstützen und um hier meinen Job zu machen, den ich hier bin, zu tun. Damit ende ich. Ich mag mich bedanken, dass ihr mit dabei wart. Gerne lasst uns einen Kommentar drunter und dann freue ich mich, wenn ihr am Wochenende mit dabei seid. familieinfreiheit.de und würde mich auch sehr freuen über Feedback, über den Mega-Download mit der Transformationskörperübung, der jetzt auch die nächsten Tage live gehen wird. Ich bedanke mich. Macht's gut, wo immer ihr seid auf der Welt. Fühlt euch geliebt, fühlt euch gesehen. Auf Wiedersehen.